Guten Morgen, meine Herren. Willkommen in Isocha auf dem Iwansee. Ich erkläre Ihnen kurz die Lage und die Situation von der Festung Velikije Luki. Die Lage ist sehr ernst. Der kriegswichtige Bahnhof in Velikije Luki wird immer noch von unseren Truppen gehalten. Auch können sich die verschanzten Einheiten in der Zitadelle gegen die Russen behaupten. Aber, wie Sie aus der Karte entnehmen können, haben die Russen starke Landgewinne machen können und schnüren den Ring um die Festung immer weiter zu. Der Ersatzangriff von General Wöhler kommt zwar den eingeschlossenen Truppen immer näher, wird aber von den russischen Einheiten mächtig bedrängt. Die Luftwaffe muss unsere Truppen direkt unterstützen und alles Mögliche versuchen, die vordringenden Russen zu stoppen.